never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen brauchen und wollen, und am Ende eine kleine Information, was demnächst auf diesem Kanal abgehen wird. Ich habe nämlich vor, eine kleine Challenge mit euch, mit jedem, der Bock hat dazu, zusammen zu machen, und das wird auf jeden Fall interessant. Ja, und zwar habe ich mir viele, viele Gedanken gemacht die letzten Tage. Bei mir ist gerade eine Zeit, die echt irgendwie hart ist, wo viele Dinge passieren und es geht nicht richtig vorwärts. Und jeder von uns hat mal so Zeiten im Leben, wo es ihm einfach nicht so übertrieben gut geht. Und über genau solche Zeiten möchte ich gerne mit euch ein bisschen sprechen und vielleicht einen Weg euch zeigen, wie man da rauskommt. Und zwar kennt ihr es vielleicht, dass ihr einfach nicht richtig zufrieden und glücklich seid mit dem, was ihr gerade habt. Und da kommt ins Spiel, dass ihr vielleicht einfach Dinge wollt, die ihr nicht so super schnell haben könnt. Aber was hilft, ist, sich bewusst zu machen, dass man diese Dinge vielleicht in Wirklichkeit gar nicht braucht. Und genau darum geht's heute. Also erstmal von vornherein weg wird ja immer gepriesen, dass wir alle glücklich sein müssen. Und das ist das höchste Ziel bei allen Coaches, so Glückscoaches gibt es ja sogar, und es wird immer gesagt, dass du eigentlich glücklich sein sollst. Aber was ich jetzt für mich persönlich herausgefunden habe, ist, dass glücklich sein gar nicht so das richtige Ziel ist, sondern zufrieden sein. Denn glücklich sein ist ja eigentlich nur eine Emotion, und Emotionen kommen und gehen und verschwinden genauso schnell wieder, wie sie gekommen sind. Und wenn man so betrachtet, wo Emotionen eigentlich herkommen, sind das oft Gedanken. Das heißt, du hast einen Gedanken, der löst eine Emotion aus, und dann bist du glücklich oder unglücklich. Aber Zufriedenheit ist so eine Grundeinstellung. Und wenn du einfach zufrieden bist, dann geht es dir einfach gut. Und ich möchte dir da einen Trick zeigen, den ich unbedingt mit euch teilen muss. Und zwar, Zufriedenheit ist antrainierbar. Das heißt, wenn du mal unzufrieden bist, dann frag dich mal selber, ob du diese Dinge, die ich dir jetzt aufzähle, in deinem Leben hast. Und zwar Punkt Nummer 1. Du weißt, wo du heute Abend dein Essen herkriegst. Du weißt, wo du heute Abend schlafen wirst. Du bist, soweit du weißt, gesund und nicht krank. Du kannst laufen, du kannst rausgehen, du kannst alles tun, was du möchtest. Und der nächste Punkt, die Menschen, die dir am meisten am Herzen liegen, haben genau diese Probleme auch nicht. Das heißt, du hast schon mal die Basics auf jeden Fall komplett geregelt. Das heißt, wenn du diese Punkte in deinem Leben hast, du weißt, wo du schläfst, du weißt, wo du was zu essen herbekommst, du bist gesund, und die Menschen, die du wirklich in deinem Leben liebst, haben genau diese Probleme auch nicht, müssen sich diese Frage auch nicht stellen, dann müsste es dir eigentlich gut gehen, oder nicht? Worauf kommt es letztendlich denn an? Also was brauchst du mehr als das? Viele sagen, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das, ich muss arbeiten gehen, ich muss diesen Termin einhalten, ich muss jetzt dieses Video drehen, aber in Wirklichkeit kannst du doch tun, was du willst. Du kannst zu 100% machen, was du willst, solange du dafür die Verantwortung trägst. Wenn du bereit bist, mit den Konsequenzen zu leben, kannst du dies oder jenes tun. Wenn du keinen Bock hast, arbeiten zu gehen, und du kannst mit den Konsequenzen leben, kein Geld zu verdienen oder deinen Job zu verlieren, kannst du aufhören zu arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass du aufhören sollst zu arbeiten, aber du könntest es einfach tun, oder nicht? Und das sind diese Dinge, mit denen ich zurzeit versuche zu arbeiten. Ich versuche ein bisschen zu schauen, okay, ich versuche so ein bisschen zu schauen, dass ich grundsätzlich zufriedener bin, weil es mir ja eigentlich gut geht. Und ich denke, den meisten von euch geht es auch gut, wenn ihr diese Dinge mal hinterfragt, die ich euch gerade eben gesagt habe. Wem von euch geht es dann halt wirklich schlecht? Das heißt, das müsst ihr mal ein bisschen differenziert betrachten. Und jetzt der Unterschied zwischen brauchen und wollen. Wenn du etwas wirklich brauchst, sind das meistens die Dinge, die ich eben aufgezählt habe. Essen, ein Platz zum Schlafen, Gesundheit, und wenn die Menschen, die du liebst, wenn es denen auch gut geht, diese Dinge brauchst du eigentlich wirklich. Ich denke mir oft, wie geil ist es, ich kann den Wasserhahn aufmachen und da kommt fließendes Wasser raus und ich kann es trinken. Es gibt Länder auf der Welt,
wo das nicht möglich ist, wo das geht nicht. Und wir können das einfach machen. Wie geil ist das denn eigentlich? Also hinterfrag das mal so ein bisschen. Und oft sind wir unglücklich, weil wir Dinge wollen. Wir wollen ein neues Auto, wir wollen eine Freundin haben, wir wollen den perfekten Partner haben, wir wollen mehr Geld haben, wir wollen einen neuen Fernseher, wir wollen was weiß ich haben. Und oft sind das materielle Dinge, aber brauchst du diese Dinge wirklich, um glücklich zu sein? Wenn du sagst zum Beispiel, du machst einen Job einfach nur, damit du ein dickes Auto fahren kannst, brauchst du das wirklich? Und macht es dich dann nicht eher unglücklich, das zu wollen? Das heißt, denk mal drüber nach, ob es nicht einfach besser ist, ein bisschen weniger zu wollen. Wenn du das alles nicht brauchst, bist du mit wenig zufrieden und bist schon ziemlich schnell reich. Weil desto weniger du brauchst, desto weniger du möchtest, desto weniger Geld brauchst du dafür und du bist ruckzuck reich. Also was ist das für ein geiles Gefühl? Stell dir das Ganze mal vor. Und diesen Gedanken wollte ich einfach unbedingt mit euch teilen. Aber jetzt zur Challenge. Und zwar habe ich vor, wir haben hier in NRW jetzt demnächst Sommerferien. Und Sommerferien bedeutet für mich immer, ich habe einfach mehr Zeit, weil ich habe weniger Jobs, ich habe weniger zu tun, Sommerloch in der Fitnessbranche, es geht einfach nicht so viel ab. Und ich möchte diese Zeit nutzen, um mal wieder richtig krass durchzustarten im Gym. Ich bin ja schon die ganze Zeit am Trainieren, aber ich bin noch nicht so in der Form zufrieden, wie ich das eigentlich gerne hätte. Und ich möchte mit euch zusammen eine 30-Tage-Shred-Challenge starten. Das bedeutet, wir machen zusammen sozusagen eine Diät. Egal, ob du gerade auch aufbauen möchtest oder abnehmen möchtest. In meinem Fall ist es jetzt definieren auf jeden Fall, weil der Sommer steht an. Wir wollen alle gut aussehen und eine Top-Figur haben. Und genau das ist der Punkt. Und ich möchte euch mit auf die Reise nehmen. Aber nicht einfach nur so, wie sonst auch, dass ich euch ein paar Tipps gebe, sondern ich möchte gerne mit euch zusammen diese Transformation durchziehen. Das bedeutet, ich werde alles teilen und zwar öfter als sonst. Wir machen alle 2 Tage ein Video. Das heißt, in 30 Tagen haben wir 15 Vlogs sozusagen und kleine Videos, wo ich euch ein bisschen zeige, was so abgeht, was ich so mache. Und dann könnt ihr es theoretisch einfach nachmachen. Das heißt, ich möchte euch helfen, euer Ziel zu erreichen. Ich werde euch alles teilen, was ich weiß. Ich kriege sozusagen ein kostenloses Coaching mit mir zusammen. Ihr könnt Fragen stellen in den Kommentaren. Ihr könnt euch gegenseitig austauschen in den Kommentaren, um wirklich dann euer Ziel zu erreichen und am Ende der 30 Tage einfach mega gut auszusehen. Die Top 3 Transformationen möchte ich gerne auf meinem Kanal vorstellen, für die, die es möchten. Und vielleicht featuren, auf Instagram pushen und so weiter. Und ja, das wäre einfach eine geile Idee. Ich möchte gerne auch eure Transformationen dann bewerten, Vorher-Nachher-Bilder und so weiter. Aber das erkläre ich euch dann alles nochmal im ersten Video ganz, ganz relaxed. Das wollte ich nur vorher schon mal ankündigen. Und zwar starten die Sommerferien am Sommerferien NRW 2020. 29.06. Das bedeutet, heute haben wir den 23. Juni, den Dienstag und nächste Woche Montag geht's los. Ich werde mal einen Tag versetzt das Video wahrscheinlich bringen, aber mal schauen. Sonntag ist ja noch der Livestream, da können wir auch nochmal drüber quatschen und dann legen wir zusammen los. Also, wenn du neu auf diesem Kanal bist, erstmal herzlich willkommen. Lass mir gerne ein Abo da, an alle anderen Daumen hoch, kommentieren, was das Zeug hält und wir sehen uns spätestens Sonntag im Livestream wieder oder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.